Gut, also nochmal herzlich willkommen zu dem kurzen oder mehr oder weniger kurzen Eingangsinput zum Thema Pluralismus in der Volkswirtschaftslehre. Ich würde sagen, es ist schon vielsagend, dass ich als Juniorprofessor für Management am Management Department hier einen Input zu diesem Thema halte. Ich glaube, das sagt auch schon einiges darüber, wie die VWL aufgestellt ist. Ich bin nicht der Einzige, würde ich sagen, so halb Volkswirt, vielleicht ein Drittel Volkswirt, der zumindest sich auch mit solchen Fragen beschäftigt, der nicht an einem volkswirtschaftlichen Department ist. Fast alles, was ich heute an eigener Forschung hier in diesem Vortrag auch ein bisschen vorstellen werde, habe ich gemeinsam gemacht mit einem österreichischen Kollegen, Jakob Capella an der Uni Linz. Er wiederum ist wissenschaftlicher Assistent am Institut für Wissenschaftstheorie und Philosophie der Universität Linz und auch nicht am dortigen Ökonomiedepartement, obwohl er auch Volkswirtschaft studiert hat und in volkswirtschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, aber eben mit wenigen Ausnahmen nicht in Mainstream-Zeitschriften. Das vorweg. Bevor ich jetzt gleich in Medias Res gehe, möchte ich vorwegschicken oder so vielleicht zum Einstieg die Relevanz dieser Fragestellung deutlich machen, und zwar anhand eines Bildes, das Sie vielleicht auch schon gesehen haben, und zwar des Titels des Sachverständigengutachtens des letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob das jemand mitbekommen hat, also Sie wissen, der Sachverständigenrat, der die Bundesregierung berät, besteht aus Ökonominnen und Ökonomen. Und dieses Titel des Jahresgutachtens stand im vergangenen Jahr unter der Überschrift Mehr Vertrauen in Marktprozesse. Und das war im 2014, vergangenes Jahr, und ich habe das deshalb hier aufgezeigt, weil das in einer Tradition steht. Ja, also man könnte sagen, jetzt in einer Wirtschaftskrise, die noch immer kein Ende nimmt, wo die Diskussion ist, inwieweit die Volkswirtschaftslehre dazu die nicht erkannt hat, darauf nicht reagiert hat, dafür vielleicht sogar mitverantwortlich ist. Alle diese Fragen sind nicht ganz geklärt oder zumindest umstritten. Ist es so, dass so eine Überschrift, die ja nicht zufällig gewählt ist, also da wird lange darüber nachgedacht, warum man als Sachverständigengutachten, als Sachverständigenrat sein Gutachten so bezeichnet, die steht in einer Tradition, die in Deutschland sehr stark und sehr weit verbreitet ist und scheinbar völlig unbenommen von irgendwelchen realwirtschaftlichen Veränderungen. Sie hat mich nämlich total erinnert an eine andere Kampagne, die circa 10 Jahre zuvor gelaufen ist. Und zwar gab es da auch eine These, die hieß, wer Märkte stört, mindert die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Und das war Teil einer Initiative, und deshalb eignet sich das so gut zum Einstieg in eine Vorlesung über Pluralismus in der VWL, der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, konkret dem Hamburger Appell hieß das damals. Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein Think Tank, finanziert von Gesamtmetall, also dem Arbeitgeberverband. Und die hatten da die Kampagne 250 Professoren, 10 Thesen, eine Meinung. Also ich muss sagen, ich finde es schon erstaunlich, dass 250 Professoren einer Disziplin eines Landes bei einer Kampagne mitmachen, wo sagt, sie sind alle einer Meinung, ja, und die irgendwelche 10 Thesen betrifft. Und ich glaube, das ist auch, das illustriert sehr schön, nicht nur, weil da nur Männer sind, sondern auch, wie durchaus ähnlich ausgerichtet die Volkswirtschaftslehre nicht nur in ihrem Theoriegerüst ist, worauf ich später gleich eingehen werde, sondern auch die daraus abgeleiteten ökonomischen Handlungsempfehlungen. Und das ist für jemanden, der wie ich Sozialwissenschaftler ist, überraschend, weil in der Betriebswirtschaftslehre zum Beispiel kann ich nur sagen, da gibt es kaum einen Punkt, wo irgendwie 250 Professoren eine Meinung vertreten würden. Ja? Ich habe auch einen Hintergrund in Jura, und in Jura sagt man immer, 2 Juristen, 3 Meinungen. Ja? Also das ist eigentlich unüblich, dass in einer wissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Disziplin derartige Einhelligkeit herrscht. Jetzt ist das natürlich hier kampagnentechnisch überformt, das will ich gar nicht bestreiten. Gleichzeitig ist es aber so, dass es eben einen durchaus einen harten Kern gibt, der das Ganze begründet, warum so eine Kampagne möglich war und meiner Meinung nach sich bis heute daran nicht so viel geändert hat. Das als kurze Vorrede. Wie werde ich jetzt meinen kurzen Input gliedern? Zuerst werde ich die allgemeine Frage stellen, warum ist Pluralismus überhaupt etwas Gutes? Also ich vertrete hier eine klare Position, ich bin der Meinung, Pluralismus in der Wissenschaft, und damit meine ich sowohl Theorienpluralismus als auch Methodenpluralismus, ist etwas Wünschenswertes.
Aber es gibt durchaus Gegenpositionen. Es gibt Gegenpositionen von Menschen, die meinen, zu großer Theorienpluralismus ist ein Problem, ja, führt zu Zersplitterung. Darauf werde ich dann, das werde ich versuchen zu argumentieren, welche Gründe es dafür gibt für Pluralismus aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive, ganz allgemein und nicht nur für die VWL. Dann werde ich mir anschauen, wie es eigentlich um den Pluralismus in der Ökonomie bestellt ist, auf Basis auch von durchaus empirischen Daten und mit welchen Problemfeldern sich da vielleicht auch sich ergeben aus einem vielleicht fehlenden Pluralismus. Und dann im dritten Teil werde ich versuchen, mich der Frage zu widmen, warum es so ist, dass der Pluralismus fehlt und warum sich daran so schwer etwas ändern lässt, warum quasi es auf Studierende, man auf Studierende angewiesen ist, hier eine Veranstaltung zu organisieren, warum in den letzten Jahren die Ökonomie eher nicht wirklich pluralistischer geworden ist, so zumindest meine These. Ich bin sicher, Herr Schöb sieht das anders. Er wird das dann nachher wahrscheinlich auch argumentieren. Aber grundsätzlich zuerst zum Einstieg mal die Frage, warum überhaupt Pluralismus in der Wissenschaft? Und es gibt eben durchaus auch wissenschaftstheoretische Sichtweisen, die der Meinung sind, eigentlich ist das Ziel einer Wissenschaft, ein derart umfassendes Theoriegebäude zu errichten, dass man nicht mehr auf Theorienvielfalt angewiesen ist, sondern eigentlich ist das ultimative Ziel oder das Endziel, wenn man so will, einer Wissenschaft, einen einzigen, umfassenden, kompletten Theoriebaukasten zu entwickeln, der auf einem einzigen Set an fundamentalen Prinzipien basiert. Ja, also das sozusagen wäre eine monistische Perspektive, die sagt, eine Wissenschaft, die Theorienpluralismus zurückgedrängt hat und gleichzeitig eine hohe Erklärungskraft hat, das ist wissenschaftlicher Fortschritt. Und das ist auch eine Argumentation, der man in der Ökonomie häufig begegnet. Also wenn ich mit Ökonominnen und Ökonomen diskutiere und sage, naja, bei uns in der Managementforschung gibt es auch Theorienvielfalt, ja, sogar sehr grundlegend unterschiedliche Theorien, dann schalt mir oft entgegen, ja, die BWL ist da einfach noch jünger und noch nicht ausgereift genug. Ja? Und das ist eigentlich schade, weil dadurch diese unterschiedlichen Theorien, die lassen sich nicht einfach miteinander kombinieren. In der VWL sind wir da weiter. Wir haben eine einheitliche Sprache, die Mathematik. Wir haben einen einheitlichen Grundstock an Methoden, die wir verwenden, vor allem ökonometrische Methoden und Modellierungen. Und wir haben auch einen Grundstock an Axiome, auf die wir uns geeinigt haben und auf dieser Basis von Axiome, die sich bewährt haben in jahrelangen Forschen, können wir die Wissenschaft vorantreiben und Erkenntnisfortschritt betreiben, ähnlich, und das ist auch ein Vergleich, der dann oft kommt, ähnlich wie in der theoretischen Physik. Ja, also wir sind da einfach schon sehr weit und sozusagen, it's not a bug, it's a feature. Ja, sozusagen das ist die Argumentation, die auf diesen grundlegenden Einwand kommt. Die Gegenposition, dass eine Wissenschaft, die nie monistisch sein darf, wenn sie nicht dogmatisch sein will, wird unter anderem von jemandem vertreten wie Karl Popper, jetzt auch kein irgendwie sehr exotischer oder irgendwie besonders, also irgendwie Außenseiter, wenn es um Wissenschaftstheorie geht, sondern eigentlich durchaus Mainstream, und das ist auch spannend, gleichzeitig trotz einer monistischen Perspektive berufen sich viele Ökonominnen und Ökonomen in ihrer wissenschaftstheoretischen Fundierung auf eben diesen Popper und würden sich teilweise selbst vielleicht als Positivisten bezeichnen, was Popper nie getan hätte. Aber Popper hat in seinem Buch Objektive Erkenntnis geschrieben, immer wenn dir eine Theorie als die einzig möglich erscheint, nimmt er das Zeichen, dass du weder die Theorie noch das zu lösende Problem verstanden hast. Und er in seinem Ansatz des kritischen Rationalismus begründet das wie folgt. Und darauf möchte ich jetzt kurz eingehen. Was sind seine Gründe, Poppers Gründe, um dass er zu so einer starken Aussage kommt? Dass er zu der Aussage kommt, wenn du glaubst, es gibt nur eine Theorie, die irgendwie richtig ist, dann liegst du doppelt falsch. Ja? Und es gibt da drei Gründe. Das eine ist eine Grundannahme des kritischen Rationalismus, der sogenannte Fallibilismus. Der Fallibilismus heißt, egal wie oft sich eine Theorie auch in der Praxis bei irgendwelchen kritischen Prüfungen bestätigt, bewährt, das ist die Diktion von Popper, bewährt haben mag, ja, egal wie oft, ich kann nie sicher sein, dass sie stimmt. Ich kann es nie sicher wissen. Ich möchte das kurz anhand von einem sehr avancierten Comic illustrieren. Hey Bobby, möchtest du Doctor of Philosophy spielen? Okay. Okay, ich zeig dir meins und du zeigst dir meins.
Ich zeig dir meins, oder nein, du zeigst dir, okay, nochmal, also, du zeigst mir deins zuerst, dann zeig ich dir meins. Ja, Bobby ist ein bisschen skeptisch und sagt sich, okay, aber was ist, wenn ich dir jetzt meins zeige und du mir dann nicht deins? Also, kannst du mir da einen wirklich guten kausale Begründung zeigen, dass das wirklich auch so ist, wenn ich dir zuerst zeige, dass du es mir dann auch zeigst? Und sie sagt, ja, das ist einfach, ja. So war es immer. Ja, also in der Vergangenheit immer, du zeigst mir deins, ich zeige dir meins. Ja, also es ist immer so gelaufen. Und ja, okay, ja, dann machen wir das halt so. Aber sie war leider besser in Wissenschaftstheorie und fool, ja, also Induction is not possible. Also das Problem ist, auch wenn ich immer wieder, ja, das in der Vergangenheit so gelaufen ist, es bedeutet nicht, dass das in der Zukunft weiter so läuft. Ja. Und sozusagen dieser grundsätzliche induktivistische Fehlschluss ist eigentlich jetzt auch nicht von Popper erfunden. Ja. Eigentlich könnte man sagen, er geht zurück bis zu Sokrates. Der bekannteste Spruch von ihm, das hört sich jetzt vielleicht trivial an, in der Übersetzung, die ich gefunden habe, es gibt verschiedene, es heißt, es gibt die eine Übersetzung, ich weiß, dass ich nichts weiß, mir gefällt besser, ich weiß, dass ich nicht weiß, weil ich weiß, dass ich nicht weiß, steht genau für diesen Punkt. Und ich weiß, dass ich nicht sicher weiß. Und das zu wissen, ist schon ein großer Fortschritt. Umgekehrt ist aber die Konsequenz daraus, wenn ich mir nie sicher sein kann, dass die Theorie, die ich vertrete, mit Sicherheit die richtige ist, dann ist man gut beraten, auch noch andere Theorien zuzulassen, auch nach alternativen Erklärungen zu suchen. Das klassische wissenschaftstheoretische Beispiel in diesem Fall ist immer das mit den weißen Schwänen. Ja, das kommt auch bei Popper vor. Wenn man ganz viele weiße Schwäne gefunden hat, immer so, man weiß nie, ob man nicht vielleicht doch mal den schwarzen Schwan trifft, der dann die Theorie widerlegt, dass alle Schwäne weiß sind. Ja, also sozusagen der erste Grund für Theoriepluralismus in Wissenschaften wäre, weil ich mir nie sicher sein kann, dass die Theorie stimmt, egal wie oft ich sie auch geprüft habe, macht es Sinn, mehr als eine Theorie zu haben und sich auf die Suche nach alternativen Erklärungen zu machen. Zweiter Grund, empiristischer Grund, wenn man so will, wir haben es mit einer vielschichtigen Welt zu tun. Kurt Rothschild, ein vor kurzem verstorbener Österreicher, man spricht von dem Doyen der österreichischen Nationalökonomie, alter, wenn man so will, Post-Keynesianer vielleicht, sagt, es ist eine Vielfalt an theoretischen Paradigmen in der Ökonomie, ist nicht nur etwas, was irgendwie aus wissenschaftstheoretischen Überlegungen vielleicht klug ist, sondern ist eine Notwendigkeit aufgrund der Vielschichtigkeit der Phänomene in der Welt. Es gibt noch ein viel schöneres Bild dazu und ich habe das in meiner, diejenigen, die bei mir in der Vorlesung zu Grundlagen der BWL waren, kennen das bereits. Ich finde die Sprüche, die hier draußen in diesem Gebäude an der Wand sind, sehr toll und mein absoluter Lieblingsspruch ist der hier. The map is not the territory. Das heißt, und da steckt ganz viel drin in diesem Spruch. Da steckt drin erstens, man darf nie die Ergebnisse, die man aus einer Abstraktion, aus einer vereinfachten Darstellung der Realität, die Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, eins zu eins oder übertragen auf die Realität. Man darf nie den Irrtum machen, zu glauben, dass diese Abstraktion identisch ist mit der Welt. Das heißt, selbst wenn ich auf Basis von einer, zum Beispiel einem Modell Schlüsse ziehe, muss ich immer mir eingedenk sein dessen, dass die Welt immer noch anders aussieht, dass das eine Vereinfachung ist, dass die Landkarte nicht die Realität darstellt. Das ist das eine, was man aus diesem Spruch lernen kann. Das Zweite, was mir aber noch viel hilfreicher ist und was in Richtung Theorienpluralismus eine gute Metapher ist, the map is not the territory heißt auch, für unterschiedliche Zwecke, für unterschiedliche Gegenden, für unterschiedliche Fortbewegungsarten brauche ich unterschiedliche Landkarten. Wenn ich wandern bin, dann brauche ich eine Wanderkarte. Da hilft mir die Autobahnkarte nicht weiter. Wenn ich auf der Autobahn fahre, hilft mir die Luftkarte nicht. Und umgekehrt, wenn ich im Flugzeug sitze, was hilft mir eine Wanderkarte oder eine Autobahnkarte? Das heißt, je nachdem, für welche Zwecke ich eine Karte benötige, muss die Karte ganz anders aussehen. Fokussiert sie ganz andere Dinge, sind andere Dinge wichtig. Ja? Also, und das ist etwas, was man wirklich meiner Meinung nach sehr schön übertragen kann, auch auf theoretische, auf Theorien, auf wissenschaftliche Theorien, die natürlich auch bis zu einem gewissen Grad eine Vereinfachung der Realität darstellen. Ja, sie sind keine 1-zu-1-Landkarten, eine 1-zu-1-Landkarte wäre nicht hilfreich. Ja, also eine 1-zu-1-Landkarte, ja, die gibt mir keine Orientierung. Und Theorien sollen ja verallgemeinern, sollen Orientierung geben. Gleichzeitig ist aber aufgrund genau dessen, dass sie vereinfachen, es nicht möglich, für jeden Zweck genau richtig zu vereinfachen.
Das lässt sich auch in einem ökonomischen Beispiel schön illustrieren. Also die Vielschichtigkeit der Welt, was ist damit gemeint? Wenn wir es mit einem Problem zu tun haben, und gerade in der Sozialwissenschaft und noch mehr in der Ökonomie, macht es ja Sinn, problemorientiert vorzugehen. Zu sagen, was sind Probleme in der Welt, für die ich erklären möchte. Also Problem heißt jetzt nicht nur etwas Schlechtes, ein Problem kann auch etwas Gutes sein. Ja, das Problem heißt, es gibt ein Land, das zum Beispiel sehr gute wirtschaftliche Entwicklung hat. Ich möchte mir erklären, woher kommt das? Was sind die Gründe, was sind die Ursachen? Wenn ich zum Beispiel in einem anderen Land ähnlich erfolgreiche Entwicklung befördern möchte, dann brauche ich Theorien, die mir das erklären. Problem kann aber durchaus auch natürlich ein Problem meinen. Und es gibt immer eigentlich eine Reihe von Ursachen, die ein Problem erklären können. Und es gibt eine Reihe von Folgen, die mit einem Problem verbunden sein können. Das lässt sich jetzt sehr schön illustrieren an einem Beispiel, wie etwas, was sehr stark gerade in der ökonomischen Debatte ist. Ich bin sicher, alle von Ihnen, da Sie VWL studieren oder zumindest VWL interessiert sind, haben die Auseinandersetzung um das Buch von Thomas Piketty mitbekommen. Und seine zentrale These ist ja, dass wir es mit einem Anstieg ökonomischer Ungleichheit zu tun haben. Und was vielleicht die Ursachen, was können die Folgen davon sein? Und wenn man sich jetzt ansieht, welche Gründe könnte es geben dafür, dass es zu einem Anstieg von ökonomischer Ungleichheit kommt? Da gibt es zum Beispiel den Ansatz, dass man sagt, naja, daran ist die Steuerpolitik schuld. Man hat zum Beispiel in Deutschland Rot-Grün den Spitzensteuersatz gesenkt und das hat quasi dazu geführt, dass die Bezieher hoher Einkommen quasi einen größeren Anteil am Einkommen behalten haben können und die Umverteilungswirkung von Steuer und vor allem auch Sozialsystem dadurch geringer ausgefallen ist, deshalb Anstieg ökonomischer Ungleichheit. Es könnte auch das Argument sein zu sagen, es gibt jetzt Globalisierung, freien Kapitalverkehr, der ermöglicht es einfach, das Kapital dorthin zu fliehen, wo es nicht und weniger besteuert wird. Auch das führt dazu, dass die umverteilende Wirkung des Sozialsystems geschwächt wird, deshalb Anstieg ökonomischer Ungleichheit. Oder ein Machtargument, das wäre eher etwas aus dem postmarxistischen Argument zu sagen, naja, man hat vor allem zum Beispiel in den USA, aber auch in Deutschland die Position von Gewerkschaften geschwächt durch verschiedene Gesetzesvorhaben. Das hat dazu geführt, dass sie strukturell in schwächeren Positionen bei Lohnverhandlungen gekommen sind. Das führt dazu, dass der Gewinnanteil gestiegen ist. Gewinnanteil geht aber eine kleinere Gruppe der Bevölkerung, das heißt Anstieg ökonomischer Ungleichheit. Noch eine andere Ursache könnte sein technologischer Wandel. Sozusagen die These, der technologische Wandel wird immer schneller, das heißt aber, dass die Bedeutung von Ausbildung, von guter Ausbildung zunimmt, was bedeutet, dass diese Leute, die da stark gesucht werden, sich leichter tun, höhere Gehälter, höhere Löhne auszuhandeln, während die Menschen, die weniger gut gebildet sind, weniger Chancen am Arbeitsmarkt haben, weniger verdienen, ihre Löhne sinken etc. Das führt zu einem Anstieg von ökonomischer Ungleichheit. Oder Hierarchisierung der Arbeitswelt. Wir haben es zum Beispiel mit einem stärkeren Auseinanderklaffen von hierarchischen Verhältnissen in Unternehmen zu tun, die wiederum diejenigen, die oben sind in der Hierarchie, ausnutzen und zulasten jener, die weiter unten in der Hierarchie stehen. Das wären alles mögliche Erklärungen und es gibt noch viele mehr. Das ist nur eine Auswahl davon. Gleichzeitig gibt es eine Menge an Folgen, die mit so einem Anstieg ökonomischer Ungleichheit verbunden sein können, wie zum Beispiel makroökonomisch. Man könnte argumentieren, Anstieg ökonomischer Ungleichheit führt zu geringerer effektiver Nachfrage. Warum? Wie würde das Argument laufen? Naja, Menschen, die höhere Einkommen haben, haben eine höhere Sparquote. Die höhere Sparquote führt dazu, dass weniger vom Volk wieder ausgegeben wird. Diese geringere effektive Nachfrage ist etwas, was wir dann makroökonomisch sehen. Es gibt auch ökonomische Schulen, die würden das nicht so sehen. Dazu gleich noch mehr. Gesundheit. Es gibt ein Buch von Wilkinson und Pickett, glaube ich, das sehr schön nachzeichnet, dass in jenen Ländern, in denen ökonomische Ungleichheit größer ist, auch die Menschen quasi schlechtere gesundheitliche Werte aufweisen, dass Menschen früher sterben, dass sie mehr krank sind etc. Politik, man könnte sagen, stärkere Ungleichheit heißt auch mehr Macht für Eliten in politischen Prozessen, über Lobbying, über Einflussnahme eben jener, die eben über mehr Kapital verfügen. Auswirkungen auf individuelle Zufriedenheit, ja, dass eben man zum Beispiel sagen könnte, wenn die Ungleichheit zunimmt, gleichzeitig Menschen aber ihre Zufriedenheit davon abhängig machen, wie es quasi ihren Nachbarn geht oder wie es ihnen früher ging, ja, dann wäre ein Erklärungsversuch hier zum Beispiel, dass hier die individuelle Zufriedenheit abnimmt aufgrund von Anstieg ökonomischer Ungleichheit oder dass ökonomische Ungleichheit dazu führt, dass es zu mehr Spekulation auf Finanzmärkten kommt. Das wäre auch eine Folge, die man ziehen könnte. So, jetzt habe ich sehr viele mögliche Ursachen, sehr viele mögliche Folgen von dem Anstieg ökonomischer Ungleichheit hier referiert. Das Spannende ist jetzt aber, und da kommen wir zurück zum Thema Theorienpluralismus,
unterschiedliche ökonomische Theorien nehmen unterschiedliche Ursachen und unterschiedliche Folgen stärker in den Blick. Also das Makroökonomie-Argument, dass stärkerer Anstieg ökonomischer Ungleichheit Sparquote erhöht und über das Sparparadoxon zu einer geringeren Nachfrage führt, wäre ein klassisch post-keynesianisches oder keynesianisches Argument. Das Argument, dass individuelle Zufriedenheit von wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteuren unter dem Anstieg ökonomischer Ungleichheit leidet, wäre zum Beispiel ein eher evolutionär-ökonomisches Argument, das sehr stark macht, dass die Zufriedenheit eben abhängt von der Relation. Also man könnte sagen, geht zurück bis Veblen, der sagen würde, wir haben es gerade auch bei Konsum mit conspicuous consumption zu tun und wenn ökonomische Ungleichheit zunimmt, dann führt das zu größerer Unzufriedenheit. Die Erklärung zum Beispiel, dass technologischer Wandel dafür mitverantwortlich ist stark, das wäre zum Beispiel ein eher neoklassisches Argument, um den Anstieg zu erklären. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche Fokus, je nachdem, welche Theorieperspektive wir einnehmen und je nachdem werden automatisch aufgrund der Theoriewahl andere Erklärungen oder andere Folgen stärker in den Blick genommen. Das heißt, aufgrund der Vielschichtigkeit der Welt wäre quasi ein weiterer Grund, warum man mehr als nur eine Theorie haben möchte. Dritter Grund, und der hängt zusammen ein bisschen mit dem ersten und dem Problem der Induktion. Wenn ich quasi jetzt mehrere Theorien mal prinzipiell zur Auswahl habe, wie entscheide ich mich für die Theorie, die ich anwende, oder welche Theorie ist die richtige, wenn ich sage, wir brauchen nur ein Paradigma und nicht mehrere. Ja? Und dann ist das Problem, und das ist jetzt ein wissenschaftssoziologisches, ein wissenschaftshistorisches Argument, wenn man sich ansieht, wie es in der Vergangenheit, nicht nur jetzt in Sozialwissenschaften, dort aber besonders, aber auch in anderen Wissenschaften zu Paradigmenwechsel gekommen ist, zu Wandel von theoretischer Dominanz, dann ist es so, dass man beobachten kann, dass das in den häufigsten Fällen, zumindest dort, wo es wissenschaftssoziologisch untersucht wurde, nicht jetzt irgendwie war, man hat die Theorien sehr stark miteinander verglichen, getestet und dann hat sich die eine als funktional erwiesen und die andere als weniger erklärungsmächtig, sondern dass das eigentlich häufig auch Machtkämpfe waren, ausgetragen über auch Wissenschaftsinstitutionen, ich kann da als Beispiel aus der BWL bringen, da gab es eine Auseinandersetzung, ob man die Betriebswirtschaftslehre überhaupt so nennen sollte oder ob man die Betriebswirtschaftslehre nicht eher Privatwirtschaftslehre nennen sollte. Und die Auseinandersetzung wurde damals unter anderem damit beendet, dass man den Verfechter der Privatwirtschaftslehre aus dem Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft ausgeschlossen hat, das war der Herr Rieger. Aber sozusagen, das lässt sich in allen möglichen Fällen Wissenschaften nachzeichnen. Die klassischen Untersuchungen von Thomas Kuhn zu dem Thema stammen in den Bereich der theoretischen Physik. Und von Planck stammt diesbezüglich dann aber auch der Spruch, Science advances a funeral at a time. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass die wenigsten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die einmal sehr stark in ein Paradigma investiert sind, dann sich von irgendwie widersprüchlichen empirischen Untersuchungsergebnissen überzeugen lassen, ihr Paradigma zu wechseln. Weil wenn man quasi seine Ausbildung, seine ganze wissenschaftliche Laufbahn investiert hat, Wissenschaft erfordert auch eine gewisse Spezialisierung, ja, dann fällt es einfach sehr schwer zu sagen, nee, das lasse ich jetzt alles hinter mir, weil die Ergebnisse sind nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Überhaupt ist es auch schwer, hier wirklich sehr kontrastierend zu vergleichen. Daher kommt der Spruch, the science advances one funeral at a time, im Sinne von, oftmals ist es notwendig, dass erst eine bestimmte Generation auch emeritiert, dass so ein Paradigmenwechsel sich dann vollzieht. Ja? Also zusammengefasst, drei abstrakte wissenschaftstheoretische Gründe für Pluralismus wären erstens prinzipieller Fallibilismus, weil wir nie sicher sein können, dass eine Theorie korrekt ist, weil es kein sicheres Wissen gibt, weil das nicht möglich ist, sind wir gut beraten, mehr als ein Theoriegebäude zuzulassen, mehr als auch eine Methode. Zweitens, Vielschichtigkeit der Welt führt dazu, dass ich mit unterschiedlichen Theorien, die eine unterschiedliche Landkarte zum Verständnis von unterschiedlichen Teilen der Welt darstellen, deshalb gut beraten bin, mehr als eine Theorie vorrätig zu halten. Und drittens, Rationalität der Theoriewahl. Selbst wenn ich mich für eine Theorie entscheiden wollte, es fällt so schwer, nach welchem Kriterium soll ich jetzt quasi die eine oder die andere wählen, vor allem wenn es nicht jetzt um kleine Teile geht, sondern um wissenschaftliche Programme und Paradigmen. Das war jetzt sehr allgemein, das gilt eben nicht nur für die Ökonomie, das gilt für jede Wissenschaft. Kommen wir zur Frage, wie sieht es jetzt aus, wie steht es um den Pluralismus in der Ökonomie?
Und da gibt es unterschiedliche Thesen. Eine These von dem bereits zitierten Kurt Rothschild wäre, dass wir in der Ökonomie es mit einem monistischen Status quo zu tun haben. Er spricht von einer unübersehbaren Bevorzugung und Förderung eines Mainstreams neoklassischer Prägung an Universitäten, Forschungsinstituten und staatlichen und internationalen Wirtschaftsorganisationen. Es gibt aber natürlich auch die Gegenthese. Es gibt zum Beispiel vertreten von Kollander und anderen die These, wir haben in der Ökonomie durchaus eine starke Vielfalt. Das heißt, in Wirklichkeit, man könnte Ökonomie eher charakterisieren als eine Disziplin mit einem sehr vielfältigen Satz an Ideen, die eher lose zusammengehalten werden durch einen einheitlichen Modellierungsansatz. Also die These von Kollander wäre, wenn wir schon monistisch sind in der Ökonomie, dann eher methodisch. Ja, also wir haben uns geeinigt auf eine, wie erwähnt, gemeinsame Sprache, die Mathematik, wir haben einen gemeinsamen Satz an Forschungsmethoden, aber ansonsten ist es so, dass wir theoretisch sehr vielfältig, sehr breit aufgestellt sind. Das wäre sozusagen die Gegenthese. Ja, wir haben eigentlich Vielfalt. Das ist natürlich immer auch bis zu einem gewissen Grad Frage von Graden. Ja, also wo beginnt quasi sozusagen Vielfalt auch in einem paradigmatischen Sinne, wo ist das aber eher vielleicht innertheoretische, innerparadigmatische Vielfalt und wie ausgeprägt ist die? Ich habe mal versucht, mit meinem Kollegen Jacopo Cabella das irgendwie uns zu visualisieren, wie es um die paradigmatische Konstellation in der Ökonomie bestellt ist, und haben wir auch eine Landkarte erstellt. Und wenn man so will, wir würden die Ökonomie derzeit so betrachten: Es gibt einen sehr großen Mainstream, wo wiederum ein Teil darin, den wir als sehr klassisch, neoklassisch interpretieren würden. Und dann gibt es innerhalb dieses Mainstreams, der sehr breit ist, wo sehr viele Menschen eben auch dran mitwirken, die meisten Professorinnen und Professoren an deutschen und internationalen Hochschulen kann man dem zurechnen. Und innerhalb dieses Mainstreams gibt es durchaus auch Menschen, die einer neoklassischen und Forscherinnen und Forscher, die der neoklassischen Orthodoxie kritisch gegenüberstehen, ohne aber deshalb sich einer paradigmatischen Alternative zuzuwenden. Wir sprechen in dem Zusammenhang von Kollanders Edge, also das ist dieser Kollander, den ich gerade zitiert habe, der eben sagen würde, wir haben hier durchaus Vielfalt, innerparadigmatische Vielfalt. Wir würden in diesem Mainstream auch verorten, darauf werde ich später noch kurz eingehen, die Verhaltensökonomie, die ja auch sehr häufig ins Treffen geführt wird, wenn es darum geht, zu belegen, dass in der Ökonomie ja sehr viel auch sich in den letzten Jahren getan hat. Und es stimmt, die Verhaltensökonomie und die experimentelle Ökonomie, die Behavioral Economics, sind in den letzten Dekade, wenn man so will, viel stärker auch angekommen in den wissenschaftlichen Top-Journalen. Gleichzeitig gibt es aber eine Reihe von, würden wir sagen, paradigmatisch stärker anders ausgerichteten Schulen, die in der Ökonomie marginalisiert sind, die kaum vorkommen, wo es kaum Lehrstühle gibt in den letzten 20 Jahren, die mit derartigen Ausrichtungen berufen wurden. In Deutschland der letzte Professor, von dem ich es weiß, der mit einer zum Beispiel post-keynesianischen Ausrichtung berufen wurde, ist Kollege Till van Treek an der Uni Duisburg-Essen, allerdings auf einen Lehrstuhl für Sozialökonomie im Bereich der Soziologie. Ja, also der letzte Post-Keynesianer, der quasi auf einen Ökonomielehrstuhl im Bereich der Ökonomie berufen wurde, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht. Aber wie gesagt, das wären andere Ansätze wie ökologische Ökonomie, feministische Ökonomie, institutionalistische Ökonomie, die eben teilweise sowohl methodisch, aber vor allem auch theoretisch grundlegend andere Axiome in Stellung bringen und damit auch andere Blickwinkel haben. Ein wesentlicher Punkt vielleicht noch für Sie auch als Studierende interessant, was man umgekehrt sagen muss, wo auf jeden Fall die neoklassische Orthodoxie aber noch stark dominiert, das ist im Bereich der Lehrbuchökonomie, die von diesem neoklassischen orthodoxen Mainstream noch dominiert ist. Was hier quasi an anderen kritischen Debatten, neoklassik-kritischen Forschung im Bereich des Mainstreams gemacht wird, das passiert dann vielleicht im Bereich der Forschung. Aber erst sozusagen, da kommen Sie in der Regel erst hin, wenn Sie promovieren. Wenn jetzt ich diese These vertrete, gibt es eben diese Einwände, dass das gar nicht so sei. Und ich möchte jetzt auf drei dieser Einwände eingehen, die durchaus in Richtung von Kollanders Edge und dieser Betonung auf dieser Mainstream-Kritik liegen, die sagen, naja, diese neoklassische Orthodoxie, die mag es zwar noch geben und die mag auch in den Lehrbüchern noch sehr dominant sein, aber eigentlich sind wir inzwischen schon viel weiter. Und das
Das eine ist, dass wir es da teilweise mit meiner Meinung nach vermeintlicher Vielfalt zu tun haben. Das ist etwas, das wir, also Jakob Capello und ich, axiomatische Variation nennen. Was wir hier beobachten können ist, und das auch Colin, das sagt das, modern applied microeconomics consists of a grab bag of models with a model for every purpose. Ja, also das klingt natürlich schon ein bisschen so, wie ich vorhin beschrieben habe, Vielschichtigkeit der Welt. Wir brauchen quasi für unterschiedliche Zwecke unterschiedliche Modelle. Und deshalb, und diese Vielschichtigkeit der Welt, die bilden wir dadurch ab, dass wir für jeden Zweck ein Modell haben. Ja? Also das sozusagen, das wäre der Rejoinder zu meinem Argument, naja, aber die Vielschichtigkeit der Welt erfordert unterschiedliche Ansätze. Ich möchte das an einem Beispiel kurz illustrieren. Ich weiß nicht, ob Sie das Paper mal gelesen haben oder davon gehört haben. Es ist ein sehr bekanntes Beispiel, es kommt auch in der Lehrbuchökonomie vor. Das ist das Akerlof-Paper aus 1970 zum Market for Lemons. Lemons ist die die US-amerikanische Bezeichnung für Gebrauchtwagen. Und was Akerlof in seinem Paper 1970 gezeigt hat, ist, dass wir es dort mit asymmetrischer Information zu tun haben. Ja, also das klassische Beispiel des Gebrauchtwagenhändlers, der weiß, dass das Auto eigentlich Schrott ist, aber weil Sie es nicht wissen und auch nicht so einfach wissen können, auch nach der Probefahrt noch nicht, deshalb zahlen Sie mehr, als es eigentlich wert ist. Ja, sozusagen das ist das Problem am Gebrauchtwagenmarkt. Und das ist natürlich eine andere Annahme wie eine klassische Annahme, nämlich vollständige Information. Das heißt, für diesen Aufsatz viel zitiert, ja, viel rezipiert, das wirft natürlich die Frage auf, wie gehe ich damit um, wenn ich quasi eine sehr widersprüchliche Annahme darüber, wie Märkte funktionieren habe. Einmal, wir haben vollständige Informationen, einmal, wir haben asymmetrische Informationen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte. Ich könnte einerseits sagen, vollständige Information ist eine Hilfshypothese und in bestimmten Bereichen, wo die nicht erfüllt ist, muss ich mit alternativen Modellen arbeiten. Also überall dort, wo wir nicht vollständige Informationen haben, muss ich dann mit Akerlof arbeiten, ja, weil die Hilfshypothese vollständige Information nicht erfüllt ist. Und man könnte sagen, das würde aber eigentlich fast immer gelten, weil wir in den meisten Märkten asymmetrische Informationen haben. Und wenn wir dort, wo es, und das heißt, es macht dann keinen Sinn mehr in Märkten, wo das der Fall ist, noch mit der Standardannahme vollständige Information zu arbeiten. Die Alternative wäre, oder die andere Variante wäre zu sagen, vollständige Information ist eine Gesetzeshypothese und wir haben sie mit konkurrierenden Modellen zu tun. Die eine, wo es darum geht, welches Modell die Welt besser beschreibt, dann müsste ich mich entscheiden. Dann müsste ich sagen, entweder ich arbeite mit dem einen oder mit dem anderen Ansatz. Was aber schwierig ist, ist zu sagen, ich lasse beides nebeneinander bestehen, ja, und tue so, als würde beides gehen. Und gleichzeitig berufe ich mich aber darauf, dass ich eben ein gemeinsames monistisches Verständnis habe, auch davon, wie Märkte funktionieren. Also die Kritik an so einem Ansatz, und das findet man jetzt nicht nur in der Mikro, das findet man auch noch mehr in der Makro, aber vor allem im Bereich der Verhaltensökonomie ist das etwas, was man häufig findet. Die Kritik von Hausmann an so einem Ansatz ist, das ist wie wenn Physiker sagen würden, einmal ist die Kraft proportional zur Beschleunigung und einmal ist sie quadratisch proportional. Also die sozusagen nahe damit zu verknüpft mit diesem Ansatz, dass man einzelne Axiome der ökonomischen Theoriebildung variiert, ist der Siegeszug der Behavioral Economics, also der Verhaltensökonomie. Und mit dem verbunden ist auch genau der Punkt, den man oft hört, wenn man jetzt klassische Textbook-Economics und Lehrbuchökonomie kritisiert, wäre zu sagen, naja, Homo economicus, das nehmen wir vielleicht noch für didaktische Zwecke, aber eigentlich ist die Ökonomie schon viel weiter. Ja, wir haben diese Verhaltensökonomie, die bereits gezeigt hat und die in ganz vielen Bereichen da voranschreitet und der Homo economicus ist als solcher nicht mehr das Nonplusultra, vor allem in der Forschung nicht. Es gibt da zum Beispiel der Chef des Wirtschaftsressorts der Zeit, der diese Position sehr stark vertritt und in der Zeit dann zum Beispiel geschrieben haben, die deutsche Ökonomen, besessen von ihrer Denkschule, das stimmt einfach nicht. Ökonomen wie der spätere deutsche Nobelpreisträger Rainer Zeltner erforschen Experimenten, wie die Menschen als Sparer, Konsumenten oder Arbeitnehmer wirklich ticken. Antwort jedenfalls nicht so eigennützig und effizient wie gedacht. Also erstens mal muss ich sagen, ich finde das fast eine Beleidigung zu glauben, dass Ökonominnen und Ökonomen vorher geglaubt hätten, dass Menschen Homo economicus sind. Das hat niemand geglaubt. Und das heißt, der irgendwie mit Ökonomie sich beschäftigt, sondern es war immer klar, man nimmt eine Vereinfachung und quasi die Überlegung war, wenn aber die Ergebnisse trotzdem
prädiktiv sind, also Vorhersagen treffen, die zutreffen, dann, wenn sie näherungsweise stimmen, dann, wenn sie funktionieren, wenn man so will, dann macht es Sinn, damit zu arbeiten. Ja, also niemand würde sagen, dass die, also auch davor war das nicht der Fall, aber das Problem ist, was passiert, wenn ich jetzt einzelne Dinge variiere, und das ist, Verhaltensökonomie funktioniert dann häufig so, man nimmt das Standardmodell und macht Experimente zum Beispiel und zeigt dann eben, das ist genau das, was Uwe Schuhhäuser meint, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen, in bestimmten Kontexten Menschen sich irrational verhalten und dann versucht man auf die Gründe zu schließen und entweder dann zum Beispiel in diesen Bereichen Regulierung vorzuschlagen oder einen anderen Design von Märkten, dass es eben nicht zu einem derart irrationalen Verhalten kommt. Das ist sozusagen ein bisschen, es vereinfacht das Forschungsprogramm. Das Problem mit diesem Forschungsprogramm ist aber, und das hat Margit Osterloh eine BWLerin eigentlich aus der Schweiz in einem Vortrag hier in Berlin mal sehr schön ausgeführt. Sie spricht von einer psychologischen Ökonomik, aber das ist ja in dem Fall synonym zu verwenden, verwendet dieselben Methoden und dabei werden jeweils eben nur wenige Variablen oder Stylized Facts systematisch analysiert. Und dabei werden immer nur ein oder zwei Annahmen eines größeren psychologischen Realismus modifiziert, wobei das standardökonomische Modell als Referenz gilt. Und das ist sozusagen der Grund, warum wir auch gesagt haben, diese Verhaltensökonomik, die ist immer noch Teil des Mainstreams. Weil selbst wenn einzelne Annahmen variiert werden und selbst wenn in Experimenten dann getestet wird, stimmen die unter allen Umständen und in welchen Kontexten stimmen die nicht, dann ist der Benchmark, mit dem man feststellt, dass das jetzt als irrational gelten soll, das Standardmodell. Das heißt, der Homo economicus und das Standardmodell ist immer noch quasi der Goldstandard für das, was als rationales Verhalten gilt. Ganz viele der Schulen, die wir da in diesen kleineren Bubbles aufgezeichnet haben, die würden schon das bestreiten. Die würden sagen, der neoklassische Homo economicus ist ein Rationalitätskonzept, das auf Benthamschen Utilitarismus, also dem Nutzen der größten Zahl, beruht. Und dieser Benthamsche Utilitarismus, der ist in dieses Standardmodell eingeschrieben und dieser Benthamsche Utilitarismus, der ist aber schon an sich verfehlt. Also die würden sich dann zum Beispiel eher auf zum Beispiel philosophische Grundlagen wie Rawls berufen, Theorie der Gerechtigkeit, da sagen würde, Benthamsche Utilitarismus führt in vielen Fällen zu unmenschlichen Ergebnissen, weil man zum Beispiel auf Minderheitenrechte keine Rücksicht nimmt etc. Aber sozusagen die Was durch die Verhaltensökonomik eigentlich unangetastet bleibt, ist das Rationalitätskalkül des Standardmodells. Im Gegenteil, eigentlich wird es dadurch sogar noch bestätigt, weil jedes Mal, wenn die Verhaltensökonomie in Experimenten herausfindet, dass Menschen sich in bestimmten Situationen irrational verhalten, dann wird genau durch diese Erkenntnis ja sozusagen umgekehrt die eigentliche Rationalität des Standardmodells wiederum unterstrichen. Dritter Punkt, scheinbare Offenheit, das ist jetzt eher was Diskursives. Und das erinnert mich stark an meine Zeit, wie ich meine VWL-Grundlagenkurse gemacht habe. Weil eines der Hauptargumente der Kritikerinnen und Kritiker eines zu starken ökonomischen Mainstreams neoklassischer Prägung ist ja immer, dass andere Schulen, wie zum Beispiel postkeynesianische Schulen und so weiter, nicht mehr vorkommen. Wenn man aber jetzt, und das können Sie vielleicht schon sagen, die klassischen Ökonomielehrbücher sich anschaut, da wird Keynes abgefeiert eigentlich. Also Keynes, der Begründer unseres Faches, ja, und also auch so die klassischen Ökonomielehrbücher, also ich weiß nicht, welche Sie alle schon gelesen haben, so, also Samuelson oder auch Blanchard und so weiter, die alle in so einer Tradition wie zum Beispiel der sogenannten neoklassisch-keynesianische Synthese oder stehen oder auch im Bereich der Forschung, wo dann die Rede ist vom Neukeynesianismus, besonders spannend neo-schumpeterianische Wachstumstheorie. Ja. Also ich würde sagen, was neoklassisch-keynesianische Synthese ist, ist Keynesian in name only. Ja. Was man da erzählt wird, ist, basiert alles auf dem ISLM-Modell und wenn jemand von Ihnen, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen sich das schon mal angetan hat, die General Theory von Keynes zu lesen, das ISLM-Modell kommt dort nicht vor. Ja. Das ISLM-Modell ist nicht von Keynes, das ist von Hicks, der übrigens selber dann quasi Jahre später gesagt hat, naja, ich kann nicht bestreiten, dass ich durchaus verantwortlich bin für dieses ISLM-Modell. Als die Zeit irgendwie abgelaufen ist, muss ich sagen, ich bin selbst etwas unzufrieden damit geworden. Ja, also
man kann sagen, vieles, was in Keynes drinsteckt, sowas wie fundamentale Unsicherheit, ja, die sogenannten Animal Spirits, vieles dieser Punkte werden in so einem ISM-Modell nicht abgebildet. Was natürlich jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil das eine Vereinfachung, eine Modellierung ist, die erfordert natürlich, Vereinfachungen vorzunehmen. Aber diese Vereinfachungen sind konsequenzenreich und es wurden ja nicht irgendwelche Vereinfachungen vorgenommen, sondern, und deshalb sind wir ja heute bei der neoklassisch-keynesianischen Synthese, es wurden solche Veränderungen vorgenommen, die keynesianische Perspektiven kompatibel gemacht haben mit einem neoklassischen Mainstream. Und das heißt, man hat systematisch Änderungen vorgenommen, die eben in Wirklichkeit, man könnte sagen, auch den Critical Edge aus ganz viel, was Keynes geschrieben hat, rausgenommen haben. Das zweite Beispiel, das mich persönlich noch mehr interessiert, weil ich im Bereich der Innovationsökonomie ein bisschen forsche, ist dann der Umgang mit Schumpeter. Also die neo-schumpeterianische Wachstumstheorie, dazu ist zumindest überliefert eine Aussage von einem der Vertreter von Paul Romer. Paul Romer gilt als ein Neuschumpeterianer. Auf die Frage, ob schumpetersche Ideen einen Einfluss auf sein theoretisches Schaffen hatten, bemerkt er, nein, ehrlicherweise kann ich sagen, sie hatten keinen. Ja, also was auch nicht verwunderlich ist, weil schumpeterianisches Denken prinzipiell nicht gleichgewichtsorientiert ist, ja, neo-schumpeterische Wachstumstheorie aber durchaus. Ja, mit Gleichgewichtsmodellen arbeitet und das ist wirklich ein absolut, würde ich sagen, paradigmatisch grundlegende Herangehensweise. Gehe ich von Ungleichgewichten und von einer allgemeinen Tendenz zum Ungleichgewicht raus, das ist die schöpferische Zerstörung von Schumpeter, das zentrale Konzept, das sagt, durch Innovation in Wissenschaft verändern sich die relativen Preise. Das führt dazu, dass im Zuge dieser Veränderung der relativen Preise es zu weiteren Innovationen kommt und dass deshalb Wirtschaft systematisch aus dem Gleichgewicht hinaus strebt und nicht zum Gleichgewicht zurück, während die neoschumpeterische Wachstumstheorie eine Gleichgewichtsperspektive einnimmt. Zusammengefasst, was wären jetzt unserer Meinung nach Instrumente ökonomischer, also Kritikimmunisierung bezüglich der Theorienvielfalt? Das eine ist axiomatische Variation. Man variiert einzelne Axiome, lässt aber quasi das Grundlagengebäude intakt. Im Gegenteil kann man aber dann immer, wenn ein Argument kommt, ja, aber was ist mit Bounded Rationality? Ja, da haben wir drei Studien. Dass das Ganze aber zu einem inkonsistenten Theoriegebäude und Theoriegerüst führt, wird in Kauf genommen. Und das Problem ist, und auch da kann man mit Poppers Kritik an dialektischem Argumentieren umlegen auf ein widersprüchliches Axiomen, Set. Aus Widersprüchen kann ich alles ableiten. Ja, also ich kann aus einem widersprüchlichen Set an Axiomen kann ich jede Schlussfolgerung ableiten, weil eben ein logisch-deduktives Schließen nicht möglich ist. Zweitens, selbst dort, wo man eben diese Axiome variiert und empirisch forscht, wie im Bereich der Verhaltensökonomik, bleibt die Neoklassik und dessen Standardmodell des Homo economicus der Benchmark für was ist rational. Drittens gibt es eine rein rhetorische Assimilation von Ansätzen, die aber nicht substanziell in theoretischer Hinsicht erfolgt. Ich komme zum dritten Punkt, zum dritten Teil. Wenn das alles stimmt, was ich sage, und Schöp wird vielleicht nachher eine Gegenposition einnehmen, dann ist die Frage aber, wenn das alles wahr ist und wenn man für die Vielschichtigkeit der Welt mehr als ein Paradigma braucht, wenn die innerparadigmatische Vielfalt der Ökonomie dafür nicht ausreicht und so weiter, warum ist das dann so stark und warum ist es so schwer daran, was zu ändern? Warum bleibt es bei dieser Dominanz? Und um nochmal diese Landkarte hier zu zeigen, warum ist es so, dass diese Bubbles, ja, wenn die so große Erklärungsbeiträge haben, zu manchen Fragestellungen, manchen Bereichen, warum wachsen die nicht? Und man muss sagen, sie wachsen nicht, sondern teilweise sogar, sie schrumpfen eher. Also die Universitäten in den USA zum Beispiel mit einer heterodoxen, also nicht Mainstream-Ausrichtung, waren vor einiger Zeit noch 5, jetzt sind es nur noch 4. Und einer der Gründe, warum eines dieser 5 Departments an der University of Notre Dame geschlossen wurde, liegt in der Art und Weise, wie Wissenschaftsinstitutionen Qualität messen und wie es zu Ressourcenverteilungen innerhalb des Wissenschaftssystems kommt. Und das hat sehr viel zu tun mit Zitationsnetzwerkeffekten. Damit man das verstehen kann, muss ich jetzt Ihnen ganz kurz einen Exkurs geben, wie wissenschaftliches Publizieren funktioniert. Warum ist das so wichtig? Weil wissenschaftliches Publizieren in blind begutachteten Zeitschriften, internationalen Zeitschriften, das ist die Währung der Wissenschaft. Das ist der Goldstandard. Ja, also wenn Sie wissenschaftlich, so wie ich, und wenn Sie vielleicht hier promovieren wollen oder woanders und dann in der Wissenschaft bleiben wollen, was Sie tun müssen, damit Sie da eine Chance dazu haben, ist, Sie müssen in internationalen begutachteten Zeitschriften veröffentlichen. Und wenn Sie das nicht hinkriegen, dann sind Sie raus. Es gibt den Spruch, publish or perish.
Ja, das heißt, wenn sie nicht veröffentlichen in diesen Zeitschriften, dann haben sie keine Chance zu überleben. Das ist aber noch in ganz vieler anderer Hinsicht wichtig, weil auch wenn sie sich um Drittmittel, um Forschungsgrants bewerben, wird auf ihre Publikationsleistung geschaut und da wiederum, in welchen Zeitschriften haben sie veröffentlicht. Und in guten Zeitschriften, wo quasi mehr abgelehnt wird, wo mehr Leute einreichen, wo der Wettbewerb größer ist, reinzukommen, das sind quasi die Zeitschriften, wo man publizieren muss, damit man Chancen hat, auf eine Professur berufen zu werden, damit man Forschungsgelder bekommt und so weiter. Jetzt ist aber die Frage, was gilt als gute Zeitschrift? Und in der Wissenschaft ist es, als gute Zeitschrift gelten jene Zeitschriften, die besonders viel zitiert werden. Ja, das ist nicht in allen Disziplinen so. Es gibt noch ein paar geisteswissenschaftliche Disziplinen in der deutschen Soziologie. Das ist auch nicht ganz so, aber vor allem in der Ökonomie und je internationaler die Disziplin ist, in dem ganzen naturwissenschaftlichen Bereich ist es so, dass die Qualitätsmessung, wissenschaftliche Qualitätsmessung auf Zitationsmessungen basiert. Und das Problem ist aber, dass dieses Messverfahren, wie fast alle sozialwissenschaftlichen Messverfahren, reaktive Messverfahren sind. Das heißt, Menschen ändern ihr Verhalten aufgrund der Messung, aufgrund der Art und Weise, wie sie evaluiert werden. Das galt auch schon vor den Zitationsnetzwerken. Das ist etwas, was man in der Wissenschaft immer schon beobachten konnte. Robert Merton hat das in den 60er Jahren mal genannt, den Matthew Effect of Science. Ja? Also Matthew Effect bezieht sich auf den Matthäus Effekt, haben Sie schon mal gehört. Wer hat, dem wird gegeben. Ja? Es gibt ganz viele Varianten von diesem Spruch. Ja? Der Teufel scheißt auf den größten Haufen und so weiter. Aber der Matthew Effect sagt, dass quasi Robert Merton hat das anhand von Nobelpreisträgern untersucht und ist halt drauf gekommen, naja, die quasi Nobelpreis bekommen haben, selbst wenn sie mit anderen Leuten in Co-Autorschaft schreiben, sie bekommen den ganzen Credit dafür. Das war sozusagen immer schon ein bisschen ein Problem, aber solange das so an Personen gehangen ist, war das jetzt nicht so problematisch. Was in den 1960er und 70er Jahren passiert ist, es ist passiert, dass diese Zitationsmessung institutionalisiert und systematisiert und professionalisiert wurde. Nochmal kurz, wie funktioniert der Publikationsprozess? Es funktioniert so, Sie reichen einen Artikel ein bei einer Zeitschrift, dann gibt es ein Begutachtungsverfahren. Wenn Sie das erfolgreich durchstehen, und das ist durchaus kann lange dauern, dann wird es im Idealfall in dieser Zeitschrift veröffentlicht. Je nachdem, wie wichtig diese Zeitschrift ist, wird sie in vielen Bibliotheken abonniert oder verkauft und von vielen Menschen gelesen. Wenn viele Menschen diese Zeitschrift lesen, dann werden sie viel zitiert. Und wenn sie viel zitiert werden, dann trägt das bei zur Reputation der Zeitschrift und seit den 70er Jahren wird diese Reputation über Zitierung gemessen. Und zwar mit etwas, das sich den Impact Factor eines Journals nennt. Impact Factor ist eine Kennzahl, die sagt, es gibt zwei Arten, den normalen Impact Factor und den 5-5-4 Impact Factor. Das ist vereinfacht gesagt die durchschnittliche Zahl der Zitierungen eines Artikels in einer Zeitschrift binnen 2 Jahren. Also wenn Sie einen Artikel unter 5-4 Impact Factor, dann halt binnen 5 Jahren. Das heißt, wenn Sie einen Artikel in einer Zeitschrift veröffentlichen, die einen Impact Factor von 1 hat, dann ist die durchschnittliche Häufigkeit, mit der ein Artikel in dieser Zeitschrift zitiert wird, innerhalb von 2 Jahren 1. Ja? Und dieser Impact Factor des Journals, der hängt eben quasi ab von den Zitierungen, aber je stärker dieser Impact Factor ist, das heißt, je reputierter, in dem Maße, in dem der Impact Factor als Reputation für dieses Journal herangezogen wird, desto mehr Forscherinnen und Forscher reichen ihre Artikel dort ein, desto prominenter besetzt wird das Board of Editors, desto qualitätsvoller wird der Begutachtungsprozess, desto reputierlicher wird die Zeitschrift, desto mehr Bibliotheken kaufen sie, desto mehr wird sie gelesen, desto mehr wird zitiert, desto höher ist der Impact Factor, desto mehr Einreichungen. Also Sie verstehen, wir haben hier einen selbstverstärkenden Zirkel. Ja? Wie wichtig dieser Impact Factor ist, sieht man auch, wenn Sie mal irgendwelche Webseiten von Zeitschriften sich anschauen, also zum Beispiel hier das Cambridge Journal of Economics, ein Nicht-Mainstream-Journal, gleich auf der Titelseite finden Sie hier ganz stolz präsentiert Impact Factor 1,3, Pfeiffer Impact Factor 1,6. Ja? Das ist sozusagen die wichtigste Kennzahl, die steht da gleich prominent auf der Seite, das finden Sie bei fast allen Zeitschriften heute. Ja? Wenn der quasi unter 0, unter 1 ist, ja puh, warum dort einreichen, hilft eh nicht. Ja? Also so. Wobei, man muss sagen, alle Zeitschriften, die überhaupt einen Impact Factor haben, sind schon mal gut, weil die sind gelistet. Über diese Problematik von dieser Art der Qualitätsmessung im Wissenschaftsbetrieb könnte ich eine eigene Vorlesung halten, das mache ich jetzt nicht. Ich will jetzt mich, warum diese Vorrede? Eine These, die wir untersucht haben, ist, dass dass ein historischer Zufall, wenn man so will, es war, dass gerade in dem Maße, in dem in der Ökonomie
es auch wieder in der im Makrobereich zu einem Comeback der neoklassischen Dominanz gekommen ist in den 70er und 80er Jahren. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde diese Impact-Factor-Messung eingeführt und hat sich vor allem in den US-Universitäten als Goldstandard durchgesetzt. Dieser historische Zufall hat dazu geführt, dass Zeitschriften, die in dem Zeitpunkt als Top-Zeitschriften galten und gegründet wurden mit einer bestimmten Ausrichtung, das Feld bis heute dominieren. Also das sind dann sogenannte Zeitschriften-Rankings, die auf Basis dieses Impact-Factors erstellt werden. Das sind auch diese Rankings spielen auch quasi die zentrale Rolle bei einem Ranking, das Sie vielleicht schon mal gehört haben, dem Handelsblatt-Ranking. Also Sie merken, über diese Zitationsmessung wird gemessen, was ist gute Wissenschaft. Es gibt jetzt viele andere Zeitschriften, die nicht in diesen Rankings auftauchen oder die weit hinten in diesen Rankings sind, mit vielleicht auch einer anderen Ausrichtung. Eine Zusammenfassung von Nicht-Mainstream-Journalen liefert diesbezüglich das Heterodox Economics Directory. Dort sind wissenschaftlich begutachtete Zeitschriften aufgeführt, die eine der vorher gezeigten kleinen Bubbles repräsentieren oder in diesem eine oder mehrere dieser Bubbles adressieren, aber nicht unter Mainstream fallen. Aber nur eine Minderheit von denen ist überhaupt im SSCI gelistet und dort auf den hinteren Rängen. Was ich jetzt in einer Studie gemeinsam mit Jakob Capella gemacht habe, ist, wir haben uns mal angesehen, wie die Zitations-Patterns, also wie die Zitationsnetzwerke aussehen, wenn wir vergleichen Zitate in den Top 13 Journals von diesem Social Science Citation Index, also diesem Impact Factor Index. Und die haben wir verglichen mit den 13 besten Zeitschriften im selben Ranking, die in diesem Heterodox Economics Directory verzeichnet sind. Also wir haben verglichen, wie wird zitiert in diesen 13 besten Zeitschriften, Mainstream-Zeitschriften und in den 13 besten heterodoxen Zeitschriften. Und da kam Folgendes raus. Also wir haben gesagt, wie sie sich wechselseitig zitieren. Da sieht man, dass die heterodoxen Zeitschriften ca. zu 52% innerhalb dieses Netzwerks aus Nicht-Mainstream-Zeitschriften sich zitieren, aber zu 50% auch orthodoxe Zeitschriften zitieren, oder Mainstream-Zeitschriften zitieren. Das ist auch nicht verwunderlich, weil die natürlich teilweise diese Zeitschrift dort auch kritisieren oder teilweise auch einfach nur Methoden-Zeitschriften zitieren. Umgekehrt ist es so, dass die Top 13 Mainstream-Zeitschriften die heterodoxen Zeitschriften komplett ignorieren. Ja, also die kommen nicht vor, weil die sind im Ranking weit hinten. Das heißt, da sind ungefähr 2,8% der Zitate entfallen auf die Nicht-Mainstream-Zeitschriften. Diese 2,8% entfallen wiederum fast ausschließlich auf zwei Journals aus dem Bereich von Economic Geography. Ja, das ist nicht unrelevant, weil Economic Geography eine interdisziplinäre Perspektive ist und genau deshalb nicht so theoriemonistisch und auch nicht methodenmonistisch. Ja, also das ist die Ausnahme und die sind quasi noch unter den Top 13 Journals und die sind verantwortlich für fast alle Zitierungen. Ja? Wir haben ursprünglich mal begonnen mit Top 10 und haben dann ausgedehnt auf 13, damit wir eine ähnliche Vielfalt bekommen an Spezialzeitschriften und allgemeinen Zeitschriften, weil das auch Einwirkungen darauf hat, wie zitiert wird. Also wir haben quasi dann ein ungefähr vergleichbares Sample, das in beiden Fällen gleich viele General Interest Journals sind und gleich viele Special Interest Journals. Ja? Ist da auch Navigation in den Studien, dass man einer hat? Wir haben es auch... Also wir haben es so gemacht, man kann es replizieren, die Daten sind noch, wir haben auch eine Master, aber ich komme gleich nochmal drauf, wir haben die Studie auch repliziert für einen späteren Zeitraum, das kommt gleich. Das war der Zeitraum von 89 bis 2008, das heißt vor Krisenzeit. Ja. Also man kann sagen zwei Dinge, wir haben lose heterodoxe versus enge orthodoxe Zitationsnetzwerke und wir haben eine einseitige Offenheit der Heterodoxie für den Mainstream. Das heißt, die Heterodoxie zitiert den Mainstream, aber umgekehrt nicht. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, dass aber quasi Qualitätsmessung über Zitate passiert, was ist der Effekt? Der Effekt ist, dass wenn quasi jetzt ein heterodoxes Journal ein orthodoxes Journal zitiert und sagt, das ist falsch oder wir vertreten eine andere Perspektive oder da ist ein Fehler drinnen, dann stärken sie mit diesem Zitat die institutionelle Position dieser Zeitschrift. Und dadurch, dass es aber so asymmetrisch verläuft, gibt es da quasi keinen Gegentrend. Also das ist jetzt ein Phänomen, das kann man auch in anderen Disziplinen beobachten, dass eigentlich für ein Journal aus Zitationsmessungsgründen, wenn man es zynisch wäre, könnte man sagen, das Beste, was einem passieren kann, ist, einen Fehler publiziert zu bekommen, den dann ganz viele andere korrigieren. Ja? Weil dann, also das merkt man das zum Beispiel im eines Science Impact Factor, ich meine, dort ist es egal, aber die Zeitschrift Science, der Impact Factor ging nochmal extrem nach oben, als bekannt wurde, dass es ein südkoreanischer Genetiker gefälscht hat und das klassische Standardbeispiel für Fälschung war dann dieser Artikel, enorm viele Zitierungen für diesen Artikel. Er hat den Impact Factor extrem gepusht. Ja, sozusagen. Aber Sie merken, dass wir hier quasi einen systematischen Bias haben, der dazu führt, dass Kritik
des Mainstreams in Nicht-Mainstream-Journalen dazu führt, dass der Mainstream institutionell gestärkt wird. Und um jetzt das Beispiel der Universität Notre Dame zu vervollständigen, was dort passiert ist, war Folgendes. Die Leitung der Universität ist auf ihre Ökonomen zugegangen und die waren durchaus angesehene heterodoxe Ökonominnen und Ökonomen und haben sich gefragt, warum publizieren sie nicht in den Top-Zeitschriften der Disziplin, in den A-Journals? Und sie haben gesagt, ja, würden wir gerne, aber mit unserer theoretischen Brille haben wir da keine Chance, die finden, das ist gar nicht Ökonomie, was wir machen. Ja, sagen sie, aber das ist ein Problem für uns, weil nicht nur die Ökonomen werden nach Impact Factor Rankings bewertet, sondern auch die Universitäten, auch die Departments. Und das heißt, wenn die Ökonomen nicht in den Top-Journals ihre Disziplin veröffentlichen, dann schaden sie dem Universitätsranking. Das heißt, das waren nicht mal Ökonomen und sie haben trotzdem quasi gesagt, okay, wir lassen eure Stellen auslaufen und stellen Mainstream-Ökonomen ein, die quasi dann zumindest ein bisschen mehr Impact-Punkte organisieren. Und das war sozusagen das Ende des heterodoxen Departments in Notre Dame. Ja, also genau Bezug nehmend auf derartige Evolutionslogiken. Man kann das auch hier nochmal, sind das die Zahlen, das ist das, was ich schon vorher gemeint habe. Das sind jetzt die, wie sehen die Zitationen dieser heterodoxen Journals aus, wie viel exportieren die an Zitaten in die Mainstream-Journals. Da sieht man auch, dass die stark getrieben werden von einigen wenigen Journals, wie zum Beispiel Ecological Economics oder Journal of Economic Behavior, die einfach sehr viel zitieren. Wir haben dann diese Studie, also da war ich nicht mehr dabei, das hat Jakob Kavell mit einem Kollegen gemacht, repliziert für die Jahre 2009, 2013, Postkrise. Was hat sich getan? Und das war spannend. Zwei Dinge haben sich getan, also, oder man kann so sagen, eine Sache hat sich nicht geändert. Die Mainstream-Zeitschriften ignorieren die heterodoxen Zeitschriften immer noch. Ja, also da nichts Neues. Ja. Was man aber beobachten kann, ist, dass die heterodoxen Zitationsnetzwerke, also die Nicht-Mainstream-Journals, sich stärker untereinander zitieren. Unserer Meinung nach, also das wäre jetzt unsere Erklärung für diesen Effekt, ist, dass die stärker auch so wahrgenommene Marginalisierung verschiedener heterodoxer Theorieströmungen dazu geführt hat, dass es auch so etwas wie einen Heterodoxie-Diskurs gibt. Und ich würde auch sagen, so etwas wie diese Vorlesungsreihe, so etwas wie diese Initiative für Pluralismus, diese studentische Initiative für Pluralismus, zeigt, dass es stärker erkannt wird auf der Metaebene, ja, dass wir ein Pluralismusproblem haben vielleicht und dass diese, dass quasi die einzelnen Schulen alleine sowieso kaum noch eine Chance haben zu überleben und sich stärker auch miteinander auseinandersetzen müssen, wenn sie in diesem wissenschaftlichen System weiterhin reisieren wollen und es zu einem stärkeren Austausch zwischen verschiedenen heterodoxen Strömungen gekommen ist. Ich komme zum Schluss, wenn wir jetzt fragen, okay, wenn wir jetzt aber mehr Pluralismus wollen, welchen Pluralismus wollen wir dann? Da gibt es unterschiedliche Perspektiven auf Pluralismus. Ja, man könnte sagen, wir haben es mal genannt in einem Aufsatz, wo wir skizziert haben, wie könnte so ein pluralistisches Paradigma aussehen. Ja, also wenn wir sagen, wir wollen in der Ökonomie mehr als ein Paradigma und eigentlich bräuchte es so ein pluralistisches Metaparadigma, weil auch durchaus im Bereich der heterodoxen Strömungen gibt es unterschiedliche Perspektiven auf Pluralismus. Es gibt einzelne Schulen, die würden wir als selbstsüchtig bezeichnen. Einer der Hauptvertreter davon ist zum Beispiel Davidson, der Editor des Journals for Post-Keynesian Economics. Der würde sagen, die allgemeinere Erklärung, der ist auch Monist. Der würde sagen, Keynes hatte recht, Keynes hat quasi die bessere Erklärung der Welt und eigentlich müssen wir alle Keynesianer sein und die Evolutionsökonominnen sind genauso falsch wie die feministischen Ökonominnen und die Mainstream-Leute, die brauchen wir alle nicht. Solange aber quasi wir so marginalisiert sind, sind wir Pluralisten, bis wir stark genug werden und dann wir die Monisten sein können. Ja. So, das war auch durchaus eine keynesianische Perspektive nach dem Zweiten Weltkrieg in der Makro, ja, glaube ich, das war durchaus verbreitet. Dann gibt es einen desinteressierten Pluralismus, der könnte man so sagen, so live and let live. Ja. So, wir, andere Paradigmen sind durchaus legitim, ja. Das wäre ja so Vielschichtigkeit der Welt, wir brauchen mehr als ein Paradigma, aber eigentlich sind sie uns wurscht, wir wollen eigentlich nur auch leben. Ja, also die Evolutionsökonominnen und Ökonomen, die sagen, wir wollen eigentlich Evolutionsökonomie machen und was die Post-Keynesianer machen, interessiert uns eigentlich nicht. Ja, aber wir tun uns mit denen zusammen, damit wir auch noch irgendwie mal einen Lehrstuhl alle 10 Jahre kriegen. So, ja. Und das Dritte, und Sie ahnen schon, das ist die Art von Pluralismus, die ich auch aus einer wissenschaftstheoretischen Perspektive für am fruchtbringendsten halte, das ist ein interessierter Pluralismus. Ein Pluralismus, der andere Paradigmen als potenziell bereichernd sieht, der die konstruktive Auseinandersetzung sucht und der, und da sind wir wieder bei den Zitationsnetzwerken, sich auch wissenschaftsinstitutionell eigentlich auszahlt und ich würde sogar sagen, der einzig viable Pluralismus ist. Nämlich ein Pluralismus, der dazu führt, dass unterschiedliche Schulen sich wechselseitig zitieren, kritisieren, also man kann es so sagen, wenn die heterodoxen Schulen mehr miteinander streiten würden, wäre es besser, als sich weiter zu ignorieren. Ja? Einfach, weil sie sich dann mehr zitieren und damit in diesen Rankings besser aussteigen.
man könnte das dann auch anschauen, was heißt das konkret, was heißt das für die Forschung. Das wäre, würde bedeuten, mehr theorievergleichende Studien, mehr theorievergleichende Arbeiten. Ja, das Ganze versuchen runterzubrechen auf empirische Untersuchungen, wo man dann versuchen kann, entweder je nachdem, wie die theoretischen Aussagen ausfallen, Theorieintegration zu versuchen, einfach arbeitsteilig vorzugehen, zu diversifizieren oder einfach dann wirklich auch konfligierende Tests zu unternehmen. Fazit: Aus wissenschaftstheoretischer Perspektive kann man argumentieren, warum man Pluralismus in Theorie und Methode braucht. Meine Perspektive ist, dass im Rahmen der Ökonomie wir es derzeit mit einer stark monistischen Konstellation zu tun haben, vor allem in der Lehre, aber auch immer noch in der Forschung. Und dass diese Überwindung dieses monistischen Mainstreams aber vor großen, auch wissenschaftsinstitutionellen Hürden steht, die es erschweren, dass es hier zu einem Paradigmenwechsel kommt. Das wäre es jetzt mal von meiner Seite und ich danke für die Aufmerksamkeit.